Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video zeige ich dir ein Beispiel dazu, wie man ein uneigentliches Integral berechnet. Der Knackpunkt beim Berechnen eines uneigentlichen Integrals ist eigentlich immer, den Grenzwert zu bestimmen. Also es gibt da so einen gewissen Grenzwert, den man eben ermitteln muss, und das ist meistens das Schwierigste. Wir haben in unserem Fall die Funktion f von x gleich 2 durch x Quadrat gegeben. Und die Aufgabe ist jetzt herauszufinden, ob das uneigentliche Integral von f über dem Intervall von 1 bis unendlich existiert. Das heißt, wir möchten uns überlegen, wenn wir die Funktion integrieren. Wir fangen an mit der unteren Grenze 1. Die obere Grenze des Integrals ist aber unendlich. Dann ist die Frage eben, ob der Flächeninhalt jetzt beschränkt ist, der eben vom Funktionsgraphen und der x-Achse eingeschlossen wird über das Intervall von 1 bis unendlich. So, wie gehen wir vor? Wir schauen uns immer den Grenzwert an, von dem ich schon gesprochen habe, und zwar den Grenzwert vom Integral von 1 bis z. Wir dürfen ja die obere Grenze unendlich eigentlich nicht in das normale Integral einsetzen. Deswegen schreiben wir statt unendlich jetzt erstmal eine Variable z. Und diese Variable lassen wir später, also im Anschluss, gegen unendlich laufen. Das ist im Prinzip dann also dasselbe, wie wenn wir es uns von 1 bis unendlich anschauen würden. Okay, also wir stellen jetzt die Funktion für den Flächeninhalt auf. Also das ist eben das Integral von 1 bis z von der Funktion 2 durch x² dx. Hier musst du jetzt aufpassen, hier haben wir jetzt quasi zwei Variablen in der Funktion. Wir haben einmal ein z und einmal ein x. Bei dieser Funktion geht es jetzt darum, sich anzuschauen, welchen Wert nimmt der Flächeninhalt an. Also der Flächeninhalt, dabei spreche ich immer vom Flächeninhalt zwischen Funktionsgraph und x-Achse, das, was man eben beim Integrieren ausrechnet. Welcher Flächeninhalt wird angenommen, wenn ich als untere Integrationsgrenze 1 setze, für die obere Integrationsgrenze also noch nicht festlege, welchen Wert die annehmen soll. Deswegen setze ich anstelle der oberen Grenze einfach eine Variable ein. Diese Funktion hängt jetzt von der Variablen z ab, nicht von x. Das wird man jetzt auch gleich sehen. Das heißt, wir schauen uns dieses Integral an. Dann bilden wir jetzt erstmal, also wir wollen das jetzt berechnen. Das können wir auch. Wir setzen anstelle von der oberen Grenze einfach immer das z ein. Dazu müssen wir jetzt erstmal die Stammfunktion bestimmen. Das geht über die Überlegung, dass man 2 durch x² umschreiben kann zu 2 mal x hoch minus 2. Das wiederum aufgeleitet oder die Stammfunktion davon ist dann minus 2 durch x, ist dasselbe wie minus 2 mal x hoch minus 1, falls du das nochmal überprüfen möchtest. Die Grenzen 1 und z bleiben gleich. Jetzt, so wie man das eben beim Integrieren macht, setzen wir einmal z hier in den Term ein, minus 1 in den Term hier eingesetzt. Wenn wir z in minus 2 durch x einsetzen, dann setzen wir z natürlich in x ein, dann erhalten wir minus 2 durch z. Wenn wir jetzt 1 einsetzen, hätten wir minus 2 durch 1, also minus 2. Und minus minus 2 gibt dann eben plus 2. Deswegen kommen wir auf diesen Ausdruck und du kannst sehen, hier steckt die Variable x gar nicht mehr mit drin. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Funktion, die nur von dem z abhängt. Das heißt, wenn ich jetzt das Integral berechnen wollen würde von der Funktion f von x von 1 bis 3, dann bräuchte ich jetzt nicht mehr von vorne anfangen, aufschreiben Integral von 1 bis 3 und so weiter. Nein, ich hätte das dann soweit schon vereinfacht, dass ich einfach jetzt hier in diesen Term 3 einsetzen könnte. Dann hätte ich minus 2 Drittel plus 2, das könnte ich noch ausrechnen, dann hätte ich das Ergebnis vom Integral. Das heißt, das hat man hier jetzt einfach schon, man hat schon ein bisschen vorgearbeitet. Jetzt möchten wir uns anschauen, was passiert, wenn jetzt z gegen unendlich läuft. Meine obere Grenze also gegen unendlich läuft. Existiert da ein Grenzwert? Also kriege ich da irgendwas Sinnvolles als Ergebnis raus? Wenn ja, dann existiert eben auch das uneigentliche Integral von f über diesem Intervall.
So, dazu schauen wir uns jetzt eben an, was passiert, wenn z gegen unendlich läuft mit der Funktion. Und da können wir uns überlegen, wenn ich hier minus 2 durch einen unendlich großen Wert teile, zum Beispiel minus 2 durch 1 Million oder 50 Millionen oder was auch immer, dann wird klar, dass diese Zahl ganz, ganz klein wird. Und je größer die Zahl ist, die ich für z einsetze, desto eher geht minus 2 durch z eben gegen 0. So, das heißt, diesen Teil hier kann ich vernachlässigen. Übrig bleibt nur noch mein plus 2, sodass auf lange Sicht, also für z gegen unendlich, dieser Term hier gegen 2 strebt. Das heißt, wir haben eben einen Grenzwert, wir konnten den jetzt bestimmen, weil eben das hier gegen 0 läuft, bleibt nur noch die additive Konstante plus 2 übrig, mehr tut sich da nicht. Der Grenzwert existiert, das bedeutet, dass das uneigentliche Integral aus der Fragestellung eben existiert. Wenn man sich das am Graphen nochmal klar macht, dann meint das eigentlich, dass eben der Flächeninhalt von 1 bis unendlich gesehen hier unten, der von der Funktion, dem Funktionsgraphen und der x-Achse eingeschlossen wird, dieser Flächeninhalt ist beschränkt. Deswegen existiert eben das uneigentliche Integral. Und dieser Flächeninhalt nimmt eben oder geht eben gegen den Wert 2. Genau, das war ein Beispiel dazu, wie man uneigentliche Integrale berechnet. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Video sehen. Bis dann!